Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Einführungsvideo über Zotero. Das ist ein Werkzeug zum Sammeln und Organisieren von Literaturquellen. Es dient der Speicherung, der Verwaltung und dem Zitieren von Literatur. Damit du auch Bücher, Artikel und Ähnliches aus dem Internet in Zotero speichern kannst, ist es sinnvoll, dass du dir die kostenlose Browsererweiterung für deine Suchmaschine herunterlädst. Hast du das gemacht, kannst du mit dem Symbol in der rechten oberen Ecke den Speicherort auswählen und schon findest du den Artikel in deiner Bibliothek wieder. Bei Webseiten hast du auch die Möglichkeit, einen sogenannten Snapshot zu machen. Dann kannst du dir die Texte auch ohne Internetverbindung ansehen. Dazu machst du einfach einen Rechtsklick auf das Symbol, wählst Speichern nach Zotero und dann dieses Feld aus. Du kannst auch PDFs in deiner Bibliothek speichern. Dazu machst du genau das gleiche wie vorher. Neben zum Beispiel deinem heruntergeladenen Artikel findest du Infos. Darauf solltest du dich aber nicht blind verlassen, da oftmals Fehler vorkommen können. Um deine Literatur besser zu organisieren, kannst du Tags hinzufügen. Diese findest du dann in der unteren linken Ecke. Du kannst außerdem zu den einzelnen Artikeln oder Webseiten Notizen hinzufügen. Mit Hilfe des Identifiers kannst du Artikel über eine ISBN oder sonstigen finden und zu deiner Bibliothek hinzufügen.